wo habe ich die denn? Warum habe ich... Ich bin schon doof, oder? Kann ich das da reinwerfen? Ich habe mir das Ding schon mal gekauft. Ich kann es nicht mal wegwerfen. Wie dumm ist das? Ich habe hier noch ein Dress. Genau, das ist alles. Habe ich nicht noch mehr? Ist das alles, was ich habe? Ja gut, scheinbar ist das der Rest. Egal. Jetzt haben wir einen Spinner. Wir können natürlich auch einen Fishing-Tackle reinmachen, aber das habe ich jetzt nicht. Müssen wir uns damit zufrieden geben. Fürs Erste. Was willst du machen? Wow, das war mager. Ich hoffe, dass bald ein bisschen Ernte fertig ist. Weil viel habe ich nicht mehr an Geld. Ah. So. Ein Thunderstorm. Das ist schön. Okay, kein Glück für uns, dass das Beginner nicht machen hatte. Ah, da wurde gerade gesprenkelt. Habt ihr das gesehen? Oh, der Cabbage ist fertig. Die Dinger sind auch fertig. 8 Tage haben wir jetzt noch. Ich kann noch mal Radieschen pflanzen. Wir brauchen ja 6 Tage. Theoretisch. Aber alles andere lohnt sich jetzt nicht mehr. Das, was jetzt noch wächst, wächst. Und der Rest bleibt so. So, Wasser. Oh, hier, Blaubeeren. Oh Gott, es ist so viel fertig. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. 20 habe ich sogar noch. Ein paar wachsen hier noch aus der Reihe. Oh, die Starfruits sind auch bald fertig. Wunderbar. Dann können wir Kent seine geben. Das können wir verkaufen. Schon mal Herbst. Und ich hoffe es, dass wir jetzt bald mit Alex endlich fertig werden. Morgen entscheidet es sich, ob es reicht oder noch einen Tag länger warten müssen. Lalalalalala. Und der Mais ist auch fertig. Halleluja. Alter, Fette, jetzt geht's hier aber Schlag auf Schlag, Leute. Das hier ist jetzt auch die Tage fertig. Das gibt wieder gut Kohle heute Abend, wenn wir schlafen gehen. Hoffe ich. Ich gehe dann gleich noch Radieschen kaufen mit dem Rest Geld, was ich jetzt noch habe. Weil ich habe absolut nichts mehr sonst an Saat. Es nervt mich schon, dass ich die Felder alle neu machen werden muss. Oh, das wird nervig. Also ich denke mal, den Herbst werden wir noch spielen und dann ist Feierabend mit Stadio erstmal. Außer ihr sagt halt wirklich von euch aus, ihr wollt noch sehen, wie das erste Kind zur Welt kommt. Dann erfülle ich diesen Wunsch noch. Aber nur auf ausdrücklichen Wunsch hin halt. Ansonsten warten wir, bis es den größeren Patch für Stadio gibt. Und sehen uns dann halt wieder. So, jetzt gehe ich da drüben gerade noch umgrasen. Alter, Fedder. Hier ist aber heute wirklich was los. Red Cabbage. Ja, damit. Lal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 a. Und die Radieschen sind auch fertig. Tralalalala. Ich habe keine Ahnung, wie viele Radieschen ich gleich kaufen muss. Aber können wir ja nachzählen. Naja, können wir nicht, weil. Ich kaufe mal so 50. Sollten reichen. Denke ich, 6. Weiß nicht. 3 kann ich noch pflanzen. Juhu! So, Halleluja! Mann, 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 Mann. Kann ich erstmal ordentlich wegpacken? Alter, finde, wenn das kein Geld gibt, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Dann ist irgendwas falsch gelaufen. So, jetzt kann ich das auch mitnehmen. Hab's. Eingepackt und losgelegt. So, Pierre hat auch schon offen. Lalalala. Hallo. Radieschen.
so 80 Stück. Ich denke mal stark, dass das reichen wird, weil mehr kann ich jetzt eh nicht mehr anbauen. Das heißt, wenn jetzt die Melonen und oder so fertig werden, kann ich damit eh nichts mehr machen. Weil es reicht einfach nicht. Ja gut, ich kann halt noch, ich kann halt nur Radieschen pflanzen die ganze Zeit oder halt, ja, Radieschen. Radish. That's all I can do today. Radieschen-Armee! Ups. Radieschen! Juhu! Noch mehr Radieschen! Radieschen, 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 Radieschen! Ich fürchte fast das reicht nicht mal. Alter! Huch! Tatsache, es hat nicht gereicht! Alter! Na gut, egal, um zwei Felder heule ich jetzt nicht. Oder um drei Felder. Ist jetzt nicht tragisch. Alter, wie viele Radieschen das jetzt sind? 80 Stück. 80 Stück allein auf dem Haut hier. Junge. So. Muss gleich mal gucken, was die Melonen im Gewächshaus eigentlich sagen. Dass ich. Vielleicht werden die noch fertig, dann kann ich da nächsten Monat, also im Herbst, die Rare Seed drin pflanzen und muss mich da nicht unbedingt drum kümmern, bis es halt dann halt, ja, hier ist fertig, kannst du machen, was du willst. Dann hätten wir das nämlich auch aus den Augen, aus dem Sinn, ihr kennt das. Morgen muss ich zum Glück nicht gießen. Morgen wird ja aber ein bisschen Starflut fertig sein, also ich glaube schon so zwei, drei Stück und wenn ich Glück habe, sogar die Melonen. Ich weiß nicht, ob die Tage schon rum sind dafür. Mal schauen. So. Die drei noch und dann haben wir das Gröbste geschafft. Hui! Auf zu den Tieren. So. Heute melke ich die guten aber mal wieder. Zack. Schlurf. Oh, jetzt gibt es sogar Large Milk. Ja, ist mir klar, dass die keine Milch produziert. Mann! Ich will ja auch nicht das scheiß Huhn melken. Was ist denn bei euch falsch? Ja, jemini. Ich hasse es. Dankeschön. So. Die habe ich schon. Okay. Mann, 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 was ein Kampf hier, die alle zu picken. Ich sag ja, es ist mega eng hier. Du hast mein Boyneck geklaut, richtig? Oder bei der Entenfeder, eins von beiden. Na gut, warum habe ich eigentlich die Milch da unten hingepackt? Weiß der Geier. Ich habe Milch! So. Okay. Lalalala, wie sieht's hier aus? Hier produziert noch alles. Das sieht aus sehr gut aus. Hoppala. So. Ich glaube, ein Complete Breakfast hatte ich sogar noch. Im Kühlschrank. Ich hatte ja letztes Mal einen gemacht, obwohl ich keinen gebraucht hätte. So, was war denn jetzt? Hatte ich nicht eigentlich irgendwo noch Furnaces? Hier stehen noch drei. Warte mal. Zack, zack, zack. Klauen wir die mal alle. Lala, hier wollte ich hin. Stone. And what? Ich kann ein paar Steinwege machen. Ein bisschen Stein nehmen. Hier. Stein. So, Moment. Ich mache was
10. Nehmen wir mal 12. So. Aber 12. Schade, dass man das Pferd nicht einfach so ranpfeifen kann. So, jetzt mal schauen. 12 Stück. Dann schauen wir mal. 1, 2, 3. Das sieht wirklich sehr klein aus. 1, 2, 3. Hier. Fehlt aber noch einer. Hab ich noch 7 Stück. So eine ungerade Zahl. 1, 2, 3. Wunderbar. So. Dann mache ich mir jetzt ein bisschen Iron. Bar. Ich habe so viel Kohle. Oh, ein bisschen habe ich sogar wieder an Kohle. Das ist cool. So. Lalalala. Jetzt gehen wir gleich nochmal fischen. Aber mehr Glück. So. Damit kann ich jetzt schon mal. Oh, guck mal, das gibt 30 Stück. Da brauche ich gar nicht so viel herstellen. Es gibt 30 Stück, Alter. 30 Stück! Das ist eine verdammte Menge. Okay, da brauche ich gar nicht so viel herstellen, gar nicht so viel Aufwand mehr machen. Lalalala. So, ups. Aha. Noch ein Stück, noch ein Stück. So. Sollte vielleicht das hier? Ist das die Höhe? Ich glaube ja. So, ich wollte gerade sagen, ich sollte nicht den Fehler jetzt machen und mich einbauen. Das wäre uncool. Allerdings komme ich da jetzt hinten gar nicht dran. Das war jetzt dumm von mir. Und die Hühner kommen da auch nicht dran. Alter, wie sieht's hier aus? Gut, wenn das weg ist, sollten sie aber durchkommen. Theoretisch jedenfalls. Nein, leider nicht. Okay. Dann können wir hier oben halt nochmal was hinbauen. Das ist ja jetzt nicht so tragisch. So. Das ist auf jeden Fall erstmal ein bisschen vergrößert. Und zur Not können wir die Hühner ja einfach umsetzen. Und da dann zum Beispiel einfach unten nur die Hasen mit reinsetzen oder so. Das ist ja jetzt alles nicht das Problem. So, da habe ich... Guck mal da. Da ist noch der letzte. So, jetzt müssen wir aber schnell runter zum Angeln. Natürlich muss das jetzt just in dem Moment fertig sein, alles. Ich wollte auch angeln gehen. Die Zeit muss noch ganz kurz sein. Wein machen. So. Eieiei, es wird schon spät. Es wird schon spät. Lalalalala. So, jetzt aber schnell. Es ist gerade draußen dunkel, also auch bei mir. Lustigerweise ist gerade exakt dieselbe Uhrzeit wie im Spiel. 7.30 Uhr, also 19.30 Uhr abends. Was ein Zufall, ich glaube nicht. Nur, dass hier die Zeit nicht in 10-Minuten-Takt noch rumrennt, zum Glück. Wir haben da. Ihr versperrt den Weg von hart arbeitenden Menschen, die nicht hart arbeiten, aber es trotzdem sagen. Einfach damit es cooler klingt. So, ich hoffe, wir haben jetzt ein bisschen mehr Glück. Ich fürchte zwar nicht, aber man weiß ja nie.
was wir hier an der Angel haben. Nicht wieder ein Heilbutt. Sag ich ja, die werden immer größer, Alter. Kriegen die überdacht Dünger zu essen oder so? Schon wieder so ein Fisch, der sich nicht entscheiden kann, was er will. So ein hyperaktiver. Ein bisschen Konzentration, dann klappt es eventuell. Oh, der Spinner bringt es eigentlich absolut null. Als sechs Wasser hast du halt einen etwas breiteren Bike. Alter! Ach, fuck it. Oh, das darf doch nicht wahr sein! Da lief so gut und dann am Ende mache ich einen fucking Fehler und dann, oh, leck mich doch am Arsch, ganz ehrlich. Ich hasse es. Ich muss morgen unbedingt mal gucken, ob ich einen anderen Spanner kriege bei Willy. Gibt halt wie ein Tackle oder so. Geh nicht gar nicht. Ja, geh doch mit deinem Seaweed weg, Alter. Ich will einen Fisch. Was ist falsch bei dir, Spiel? Ja, Alter, dieses Spiel. Das ist unfassbar. Ich glaube, kein anderer Mensch außer mir regt sich beim Angeln so sehr auf. In diesem Spiel wie ich halt. Versuche eigentlich schon immer so ans Letzte zu halten. Toll, es ist ein super Kukumber. Was will ich damit? Was will ich mit einem scheiß Kukumber? Was will ich mit der Cola-Dose? Was macht die mehr? Ich brauche einen kackeligen Thunfisch. Also wir wissen jetzt, die Dinger sind Kukumba und keine Thunfische. Ich muss wirklich nochmal gucken wegen der Thunfische. Boah, tötend!